Let's go. Da ist das Salarianische Camp. Okay. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, drittes Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Ja, nee. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geld. Was für eine Art Forschung? Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Ja, gerade gut ist noch schlimmer. Nein, ich vergesse mal. Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen Saren. Oh Gott. Ja, die müssen wir stoppen. Die Gates sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Ja. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Nicht heute. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird auf mich hören. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Okay. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Ja, alles nur gut. Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Okay. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Lassen wir ihn einfach in Ruhe. Er wird drüber hinwegkommen. Wie Sie meinen. Aber ich werde ihn im Auge behalten. Hallo? Ich mache mir Sorgen wegen Rex. Können wir ihm noch vertrauen? Nein, können wir nicht. Der ist böse. Der ist böse. Die anstehende Schlacht jagt mir Angst ein. Ich weiß aber auch, dass Saren aufgehalten werden muss. Seien Sie gegrüßt. Oh, ich bin Commander. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Nee, jetzt zeig mal. Oha, ich kann mir das leisten. Begleichen? Ja, okay, so viel besser ist jetzt schon nicht. Also, so viel besser ist nicht. Die macht 3 mehr Schaden, sonst ist sie bald schlechter. Okay, gut. Dann reden wir mit ihm mal. Ja, ist gut. Ich bin schon viel zu lange auf dieser Mission. Ich werde mich nicht mal mehr erkennen. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ja, das ist aber nicht mein Problem. Es muss getan werden. Ja. Saren ist hier der Böse, nicht ich. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Dafür habe ich keine Zeit. Wir müssten Saren fertig machen. Ihre persönlichen Gefühle sind mir völlig egal. Diese Basis wird zerstört. Ja. Reizen Sie mich nicht, Shepard. Ich habe mich Ihnen angeschlossen, weil ich für mehr kämpfen wollte als für ein paar Credits. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Das steht nicht zur Debatte. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich Ihnen den Befehl gebe, wieder einzuschwenken. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso die Basis wird zerstört. Nicht, was das für alle Kroganer bedeutet. Diese Basis darf nicht zerstört werden.
Ich werde das nicht zulassen. Warte, das kann ich gar nicht machen. Aber komm, scheiß drauf. Der Harry, der kann auch eiskalt sein. Commander, ist alles in Ordnung? Ja, nee. Nein, ist es nicht. Ich kann nicht glauben, dass er sich gegen uns gewendet hat. Er hat die Waffe zuerst gezogen. Ich konnte nicht vernünftig mit ihm reden. Er wollte uns daran hindern, die Basis zu zerstören. Verdammt nochmal. Ich wusste, dass er wütend war. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ihm das Leben kosten wird. Besser sein Leben als das des Commanders. Ja, vermutlich. Genau. Okay. Es wird kein leichter Kampf. Aber ja, ich bin auch bereit. Ich bin immer bereit. Tut mir leid, dass man mit dem Kroganer nicht vernünftig reden konnte. Ja, das ist gut. Soll ich mich einsetzen, dass seine Bestattung vom Rat übernommen wird? Oder sollen wir seine Leiche einfach in den Sumpf werfen? Einfach in den Sumpf werfen. Ohne ihn wären wir nie so weit gekommen. Wir schulden ihm ein Anstieg. Ach, wir haben einmal mit ihm gekämpft. Sie haben einen seltsamen Ehrenkodex, Commander Shepard. Aber ich werde alles Nötige veranlassen für den Fall, dass wir den Angriff auf Sarens Basis überleben. Ja, mein Plan? Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömpchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Okay. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Okay. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Es klingt wirklich etwas riskant. Gibt es keinen anderen Weg? Nein, aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich werde meine Männer in 3 Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Ja, aber ihr werdet alle sterben. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Okay. Wir werden jemanden brauchen, der sich mit den Kommunikationsprotokollen der Allianz auskennt. Ich melde mich freiwillig, Commander. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? ja. Das ist jetzt die Frage, ne? Wer geht mit dem? Weil einer von den beiden wird ja sterben. Und ich will später, es gibt da irgendwie einen Weg, dass, glaubt man, der mit den Salarianern rettet? Oder bei der Bombe? Weiß ich nicht mehr, wo er schließt. Williams, Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Genau, keine Heldentaten. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Gehen wir. Bereit, wenn Sie es sind, Captain. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, solange ich weg bin, RT. RT. Nicht, Commander. Wir werden es schon schaffen. Sie werden es erleben. Ja, ich... Viel Glück. Was gibt's? Wollen Sie was sagen, Chief? Ich weiß nicht, es ist nur so seltsam, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Wolltest du nicht freiwillig gerade? Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Commander. Ja. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht. Wir bleiben ein Team. Genau. Passen Sie aufeinander auf. Halten Sie die Augen offen. Und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Okay. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden.
Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergessen. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Ja. Ja, okay, so jetzt war ein bisschen weniger hier. Ein bisschen. Und da, der Bitch. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen... Shadow ist am Boden. Wiederhole. Shadow ist am Boden. Chief Williams und dem Igor-Team. Manowai, James und Dean. Los! Okay, Krieg. Es gibt jetzt Krieg. Und wir gehen rein. Okay, hier war einmal hier in Deckung. War das die richtige Taste? Nein, natürlich nicht. Wollte nämlich meine schöne Schnipper rausholen. Boah, du kleiner. Da. Okay, und rein. Nieder mit dir. Nieder mit dem Geht. Alle Ziele neutralisiert. Ja, das ist gut. So. Dann spinnt erstmal schön dechiffrieren. Ja, alles nehmen. Haben wir vielleicht schon bessere Waffen? Sag mal, erstmal die ganzen Einser-Kacke hier wieder wegpacken. Egal. Okay, die macht deutlich mehr Schaden. Oder weniger Kühlkörperkapazität. Ja, nehme ich mit. Auch weil sie noch einen dritten Slot hier drin hat. Baller ich einen Kampfscanner rein? Komm, wir ballern einen Kampfscanner rein. Okay. Die Schnibber. Haben wir die Story? Ja, okay, da ist keine besser. Zole schuffen nimmt sich eh nicht, von daher. Ich wähle die trotzdem aus, weil die besser ist. So. Und Laufverlängerung. Doppelte Laufverlängerung. Ey, die Firestorm ist ja noch besser. Okay. Ausrüstung. Da wollte ich noch lieber noch hier hin. Weil er hat, ja. Feindsgewehr. Kriegst die. Kriegst du ein bisschen Brandmunition. Und ein bisschen mehr Schaden. Liara, du hast. Du hast die hier? Ja. Und hast du. Okay. Ich nehme mich alle mit Sturmgewehr ran. Und das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich sehr über ein Abo und eine Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.